Ich tauche heute in den tiefsten Pool der Welt, um meinen verschollenen YouTube-Play-Button wiederzufinden. Dafür sind wir heute in Dubai, genau gesagt Deep Dive Dubai, die einer meiner wertvollsten Errungenschaften in diesem 60 Meter tiefen Pool versenkt haben. Einige der größten Persönlichkeiten der Welt, wie unter anderem Will Smith höchstpersönlich, haben in diesem unglaublichen Pool schon getaucht. Boah, es ist so groß, das ist so gigantisch. Jetzt kickt so langsam die Aufregung. Boah, hier sieht man schon, hier kann einfach ein komplettes Flugzeug quasi drin versinkt sein, es würde nicht rausschauen. Nachdem ich herzlich begrüßt worden bin, wurde ich direkt durch die Gänge der Anlage geführt und ich kam nicht mehr aus dem Staunen heraus. Der Pool ist 60 Meter tief, laut World Record immer noch das tiefste Pool in der Welt. Wow, das machen die jetzt gerade da? Die unterrichten gerade eine Klasse. Also wir machen hier auch viel Unterricht, also viele Tauchkurse. Das ist übrigens Julia, meine Tauchlehrerin, die mich durch meinen allerersten Tauchgang führen wird und für meine Sicherheit in den Tiefen des tiefsten Pools verantwortlich ist. Tauchen gehört zu den beliebtesten Wassersportarten der Welt. Dennoch birgt er diverse Gefahren, die auftreten, wenn man die nötigen Sicherheitsverfahren nicht kennt oder seine Ausrüstung nicht richtig prüft. Es ist sehr wichtig, dass man ein paar Regeln folgt. Und für mich ist es wichtig, dass zum Beispiel, wenn man taucht, dass man immer darauf achtet, dass man nie den Atem anhält. Sie hat uns vor einer der größten Gefahren beim Tauchen gewarnt. Denn durch das Anhalten der Luft beim Auftauchen dehnt sie sich in der Lunge so sehr aus, dass es zu einem sogenannten Barotrauma führen kann, bei dem das Lungengewebe durch den aufgebauten Druck reißen kann. Das versuche ich heute zu vermeiden. Aber ob ich es schaffe, meinen YouTube-Play-Button aus den Tiefen des Pools sicher heraufzutauchen und wie dieses unglaubliche Bauwerk funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, als ihr reingekommen seid in das Gebäude, aber das ist halt wie so eine Oystermuschel, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen so sagt. Ja. Es ist halt so gebaut worden, weil in der Kultur von Dubai ist es ein Symbol. Die komplette Anlage besteht aus mehreren Etagen, die alle mit riesigen 20 bis 30 cm dicken Acrylfenstern ausgestattet sind, durch die man die Taucher und den Pool von jeder Seite aus beobachten kann. Mir kam deswegen sofort das Aquadom-Unglück aus dem Jahre 2022 in Berlin in den Sinn, bei dem ein 16 Meter hohes Aquarium wie aus dem Nichts platzte und über 1000 Kubikmeter Wasser freigesetzt wurden. Kann das auch hier passieren? Hier ist es eigentlich ganz gering, dass sowas passieren sollte, weil in Berlin ist vom Grund bis nach oben gebaut worden. Hier in dem Pool, das wir haben, also es war eigentlich in der Mitte von der Wüste und es wurde vom Grundlevel in den Boden eingebohrt. Das hat ungefähr, also im Ganzen wahrscheinlich 7 Jahre gedauert, um das zu bauen. Ja, wir sind bei der Umkleide angekommen. Das ist ja alles so krass hochqualitativ gemacht, ne? Das ist unfassbar. Qualitätscheck gibt es auf jeden Fall schon mal eine Nummer 1. Ich habe das selten vor so Challenges selbst gemerkt, dass ich so aufgeregt bin. Aber das hat auch einen Grund. Hauptsächlich alle Taucherunfälle sind eigentlich nicht besonders, weil etwas im Körper schiefgegangen ist. Normalerweise ist es nicht unbedingt, dass es was mit dem Herz falsch ist oder so. Normalerweise ist es Diver Error. Und genau hier liegt das Problem. Denn ich hatte nach meiner Geburt ein kleines Loch im Herzen und das hätte zu einem erhöhten Risiko geführt, wie uns Julia erklärt. Das kann dazu führen, dass man halt ein höheres Risiko hat von Dekompressionskrankheit. In der Flasche, von der wir geatmet haben, hatten wir jetzt ungefähr 32% Sauerstoff und dann haben wir 68% Stickstoff. Zum Vergleich, die ganz normale Luft an der Oberfläche enthält ca. 78% Stickstoff und nur etwa 21% Sauerstoff. Je tiefer man nur taucht, bzw. je höher der Druck ist, desto mehr Stickstoffmoleküle nehmen wir in unser Körpergewebe auf. Und genau das wird zu einem Problem. Dein Körper weiß nicht, wie er mit so viel Stickstoff umgehen soll, weil eigentlich hier auch an der Oberfläche unser Körper benutzt den Stickstoff nicht für irgendeine besondere körperliche Funktion. Der Körper kann das abarbeiten, aber es dauert halt eine Weile. Und wenn du dann aufsteigst, musst du extrem vorsichtig sein, weil sich diese kleinen Stickstoffbläschen zu schnell ausdehnen. Dadurch können Blutgefäße verstopfen, was die Blutzufuhr wichtiger Organe unterbricht. Einer der extremsten Fälle zeigte der peruanische Fischer Alejandro Martinez. Er tauchte nämlich so schnell auf, dass sich seine Brust und Arme zu riesigen Ballons aufgebläht haben. In meinem Fall bedeutet das, der Körper tut sich schwerer, um diese Stickstoffbläschen abzuarbeiten, weil wegen dem Loch kann das dann manchmal wieder durchzirkulieren. Dennoch lasse ich mich vor solchen Videos auch gesundheitlich checken und zu 95% war dieses Risiko immerhin eingegrenzt. Falls im Ernstfall doch etwas schieflaufen sollte, zeigte mir Julia die sogenannte Dekompressionskammer. Was quasi passiert, ist, dass diese Kammer hier wird pressurized. Und was dann passiert, ist, dass der Druck wird halt runtergesetzt bis auf eine bestimmte Tiefe. Anschließend wird Sauerstoff in den Raum gepumpt, die den betroffenen Tauchern dann helfen soll, die gefährlichen Stickstoffbläschen abzubauen. Jetzt muss ich mich umziehen, ich habe echt ein bisschen Eierflattern, aber hilft nichts. Los geht's! Check. Wir sind heute um 7.15 Uhr hier angekommen. Wir sind die ganze Nacht von Deutschland nach Dubai geflogen, um das hier heute für euch zu drehen. Zu überlegen, wir sind um 8 Uhr aus dem Airport raus, hatten 11.40 Uhr hier direkt einen Termin. Dementsprechend sehen meine Haare auch so aus. Deswegen habe ich die ganze Zeit eine Cap an, damit ihr nicht abschaltet. Ja? Bleibt bis zum Ende dran. Jetzt wird's ernst. Alles gut? Ja. Dann darfst du dir einmal hier den Atemregler, gerade ein bisschen das Wasser rausschütteln, dann darfst du dir den Mund setzen. Dann darfst du ein bisschen atmen.
Genau. Und wenn du bereit bist, kannst du dann den Kopf ins Wasser setzen. Was mich echt überrascht hat, ist, dass ich beim Untertauchen sofort Musik gehört habe. Aber wie ist das möglich? Sound travels a lot better underwater than it does actually on land. Also es ist nicht so schwierig, solange man einen guten Lautsprecher hat, der in dem Pool natürlich drin ist, dann kann man leicht Musik hören. Dieses Phänomen kann man sehr gut bei Walen beobachten, deren Gesänge im Meer teilweise über 1000 Kilometer weit gehört werden können und sie so über extrem weite Distanzen miteinander kommunizieren. Nur das Sprechen unter Wasser funktioniert leider nicht, deswegen müssen Taucher auf eine einheitliche Zeichensprache zurückgreifen. Julia hat uns die wichtigsten vorher kurz erklärt. Die Handzeichen, die wir benutzen, ist es nicht kompliziert. Das erste ist so, es ist eine Frage und eine Antwort. Mhm. Also wenn ich dich frage, bist du okay, dann sag zurück, ich bin okay. Okay. Wenn du nicht okay bist und du hast irgendwie ein Problem, sag mir so, ich habe ein Problem. Nach einer kurzen Einweisung von Julia konnte ich die Suche nach meinem Playbutton beginnen. Aber ich bin ehrlich zu euch, als ich das erste Mal über den Rand in das bedrohlich schwarze Loch in der Mitte des Pools geblickt habe, wurde mir schon etwas anders. Wie zum Heck soll ich meinen Playbutton in dieser riesigen versunkenen Stadt finden und kann ich die benötigte Tiefe als Anfänger überhaupt erreichen? Denn was mir direkt zu schaffen gemacht hat, war der sogenannte Druckausgleich. Weil wir halt in einem anderen Element sind, wird der Druck halt, desto tiefer wir gehen, immer mehr. Wie er auswirkt, ist auf unsere Luftstellen. Die Luftstellen, die wir in unserem Körper haben, sind die Lungen, die Nasenhöhlen und dann haben wir die Ohren. Die Nase immer zudrücken, genau, und dann durch die Nase ausatmen. Das bedeutet, wenn wir jetzt abtauchen, du musst wirklich jeden halben Meter probieren, auszugleichen. Okay. Das fiel mir anfangs noch relativ schwer, aber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wurde ich immer sicherer damit und konnte endlich beginnen, diesen unglaublichen Ort zu erkunden. Hier unten gibt es zahlreiche Attraktionen und Spiele, die sich auf mehreren Ebenen aufteilen, die mich erstmal von meinem eigentlichen Ziel abgelenkt haben. Auf etwa 5 Meter Tiefe habe ich beispielsweise ein Unterwasser-Schachbrett gefunden. Bei etwa 7 Meter Tiefe habe ich diese Toilette besucht und ich konnte ein entspannendes Bad nehmen. Und noch weiter unten auf 9 Meter Tiefe stand einfach eine Achterbahn und ich konnte mit Julia eine Partie Billard spielen. Bei meiner Suche bin ich sogar auf einige Fahrzeuge gestoßen und ich habe mich gefragt, haben die hier wirklich echte Motorräder und Autos versenkt? Also es ist kein echtes Auto, das man da unten findet, sondern es ist ein speziell gebautes Auto aus bestimmten Materialien, dass es halt im Wasser nicht zerfällt. Bei der 11-Meter-Marke war der Druck für mich schon echt stark, aber da stand einfach ein Fußballtor und wie ihr vielleicht aus dem E-Scooter-Video wisst, bin ich ein absoluter Profi am Ball. Also konnte ich gar nicht widerstehen, auch wenn ich es absolut gar nicht hinbekommen habe, denn unter Wasser ist es nochmal viel schwieriger. Doch das alles wird von dem gigantischen Loch in der Mitte überschattet, das etwa 70% der Tiefe des Pools ausmacht. Denn wenn man dort reinblickt, wurde mir erstmal klar, was für eine unglaubliche Menge Wasser hier drin ist. Es sind 14 Millionen Liter von Wasser. Es ist Frischwasser und einfach um es in Perspektive zu setzen, es hat ungefähr 40 Tage hat es gedauert, bis man den ganzen Pool gefüllt hat. Also es hat eine lange Zeit gedauert. Sauber gehalten wird das Süßwasser von dieser riesigen Filteranlage tief im Inneren des Komplexes. Sie befreit das Wasser bis zu 6-mal am Tag von allen Unreinheiten. Aber trotz klarer Sicht im Wasser konnte ich meinen Playbutton nirgends finden. Ob ich wohl noch tiefer muss? Je tiefer man in das Loch hinabtaucht, desto außergewöhnlichere Kulissen und Gegenstände kann man dort finden. In dieser Wand von dem Schaft gibt es nochmal bei 26, 27 Metern 6 Zimmer, die miteinander verbunden sind. Und dann bei der 30 Meter Etage oder bei ungefähr 29, 28 haben wir eine Küche und einen Fernseher und dann geht es bis von 40 bis 60 Meter runter und dann gibt es nichts mehr. Haben Sie meinen Playbutton bis nach ganz unten fallen lassen? Was sich für mich unglaublich anhört, ist, dass erfahrene Freediver, die ohne Sauerstoffflasche tauchen, es schaffen, in einem Atemzug von der Oberfläche bis nach ganz unten und wieder hoch zu tauchen. Der Weltrekord im Freediving, auch Apnoe-Tauchen genannt, liegt bei unfassbaren 135 Metern. Die besten Apnoe-Taucher der Welt können ohne sich zu bewegen, und jetzt haltet euch fest, über 24 Minuten unter Wasser bleiben. Einfach unvorstellbar. Da ich weder einen Tauchschein noch Erfahrung im Tauchen habe, darf ich heute leider nicht tiefer als 12 Meter gehen. Allerdings hat mir hier Tauchen so viel Spaß gemacht, dass ich am Überlegen bin, einen Tauchschein zu machen, um diese Grenze für zukünftige Videos zu überschreiten. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und endlich, nach etwa einer Dreiviertelstunde unter Wasser, konnte ich meinen geliebten Playbutton in einem alten Schrank auf etwa 10 Meter Tiefe finden und retten. Ich habe ihn. Einziges Problem ist nur, ich habe einfach meinen Playbutton im Hotel liegen lassen im Koffer. Deswegen haben wir ihn hier ausgedrückt. Das nächste Mal habe ich den richtigen dabei. Vielen Dank an Deep Dive Dubai, dass wir hier filmen durften. In 2 Wochen kommt das nächste Video am Donnerstag. Bis dahin. Ciao.